Rahmen des Ideenwettbewerbs haben wir an der Universität Siegen das Konzept einer Pop-up-University entwickelt. Wir wenden also ein Konzept aus dem Bereich Retail auf das Thema Forschung an. Und wir werden eine physische Dependance kurzzeitig auf dem Campus unseres Partners, nämlich der University of Tulsa in Oklahoma, etablieren. Und dieser Pop-up gibt uns die Gelegenheit, einen neuen Impuls für die internationale Forschungskooperation zu setzen, die Forschungsschwerpunkte der Universität Siegen international sichtbar zu machen und die Zusammenarbeit mit unserem Partner zu intensivieren. Es ist toll für uns als mittelgroße Universität, dass wir gefördert werden, denn durch die Förderung haben wir überhaupt erst die Möglichkeit für die Pop-Up University. Wir planen ganz verschiedene Veranstaltungen, von Diskussionsrunden über Workshops bis hin zum Highlight, dem Science Slam. Und der Gewinner des Science Slam wird dann die Möglichkeit eines Stipendiums erhalten für einen Forschungsaufenthalt hier an der Universität Siegen. Außerdem entwickeln wir ein spezielles Forschungsmarketingkonzept, zum Beispiel über unsere Social-Media-Kanäle für die Vorberichterstattung, aber dann auch ganz wichtig für die Live-Berichterstattung von vor Ort. Die Projektidee zur Pop-Up University haben wir im International Office entwickelt. Sie ist sowohl bei der Hochschulleitung als auch bei allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern quer durch die Fakultät gut angekommen. Wir werden aus allen 5 Fakultäten Beteiligung haben. Sowohl Professorinnen und Professoren als auch Nachwuchswissenschaftler werden nach Tulsa fahren und an der Pop-Up University teilnehmen. Wir hoffen, dies aufgrund der Corona-Pandemie 2021 realisieren zu können, da unser Projekt natürlich von der physischen Präsenz lebt. Ja, also wir haben uns sehr viel vorgenommen mit diesem Projekt. Es geht uns einerseits um die Profilbildung, die interdisziplinäre Profilbildung der Universität Siegen, darum, die Forschung, die hier gemacht wird, auch international bekannt zu machen. Es geht auch um die interdisziplinäre Vernetzung der Arbeit in den Fakultäten, in unseren 5 Fakultäten. Und es geht natürlich darum, die langjährige Partnerschaft mit der University of Tulsa zu intensivieren, teilweise auf neue Füße zu stellen, neue Kooperationsmöglichkeiten auszuloten. Und ja, wir haben uns viel vorgenommen und wir hoffen, dass wir das auch bald umsetzen können.